bin die Uschi von Stempel macht glücklich und heute möchte ich mit euch eine Kissenschachtel basteln, die nicht ganz so normal ausschaut wie die Standardkissenschachteln, die wir sonst kennen. Da habe ich euch auch schon ein Video dazu gemacht, die man entweder hier oben öffnen kann oder an der Seite, sondern diesmal machen wir quasi eine verlängerte Kissenschachtel oder ich weiß nicht, wie man die sonst nennen könnte. Und zwar zu öffnen geht die auch hier ganz normal an der Seite. Die habe ich aus ganz klassischem Grundweiß gemacht und habe den Karton geprägt vorher und dann einfach ein bisschen Kirschblüte, Klitzi drauf. Und jetzt zeige ich euch, wie man die macht. Und zwar, wir brauchen die Stanzmaschine. Dann brauchen wir unsere Platten. Und dann nehmen wir uns diese Form hier, kreative Kissenschachtel. Und zwar legen wir es jetzt nicht ganz hinten an, weil wir brauchen eigentlich nur zweimal dieses Teil und einmal ein bisschen noch weiter runter. Und deswegen können wir das einfach so ungefähr anlegen. Hoppala. Das reicht uns vollkommen, mehr brauchen wir nicht. Ich werde mich bemühen, dass jetzt an der Kamera nicht ganz so wackelt. Dann haben wir unser erstes Teil dazu. Dann drehen wir die Platte einfach um und erreichten DIN A5 Bogen. Also eigentlich noch ein bisschen weniger, wenn das genau ausmisst, aber so, dann kann die Maschine auch schon weg. Dann haben wir unsere beiden Teile. Stanzform brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann müssen wir bei einem hier unten das komplett abschneiden. Also entweder ihr macht es mit der Schneidemaschine oder mit der Schere. Ich gestehe, ich kann mit der Schere nicht so wirklich gerade schneiden. Deswegen mache ich das mit der Schneidemaschine. Und bei dem zweiten schrägen wir uns das hier an. So, dann falzen wir alles nach. Hier haben wir ja unten das abgeschnitten. Und diese Kanten, die müssen wir ganz gut ausarbeiten, damit sich das wirklich schön öffnen und schließen lässt. Also gerade diese Spitzen hier bitte immer schön ausarbeiten. So, dann geben wir auf diese Lasche doppelseitiges Klebeband. Nehmen unseren Aufhebhelfer und kleben dieses Teilchen
hier dran. So, und ich möchte, dass das meine Rückseite ist, damit ich hier das nicht sehe. Deswegen mache ich hier hinten mit einer kleinen Kreisstanze einfach so Griffmulden rein. Hoppala. So Griffmulden rein. Dann lässt sich es einfach leichter öffnen. So. Machen wir es einmal Probe zu. Also ihr seht schon, man muss wirklich ganz gut ausarbeiten, sonst hakt es beim Zusammensetzen. So. Und dann kleben wir das jetzt hier zusammen. Hier müsst ihr bitte aufpassen, dass ihr hier richtig schön an den Rand reingeht, weil sonst geht sie auf. Also hier, ich zeige euch das mal hier. Wenn man es hier öffnet und es ist nicht bis zum Rand verklebt, dann würde das aufgehen und es schaut dann nicht schön aus. Und dann einfach schön aneinander drücken. Ein bisschen ausrichten, dass es auch wirklich passt. Jetzt habe ich etwas Kleber gesaut. Und dann habe ich jetzt schon vorbereitet so kleine Stanzelemente, so Bäumchen. Jetzt klebt er in der Box drin. So. Und zwar habe ich die mit dem Set Weihnachtsbäume gemacht. Das sind diese beiden Stanzelemente. Und genommen habe ich dafür dieses schöne Metallic-Papier. Das ist in drei unterschiedlichen Farben und das findet ihr im Hauptkatalog auf der Seite 135. So, und dann lege ich mir die jetzt mal hin, so wie ich sie haben möchte. Nur so ungefähr. Dann kleben wir die fest. In der Zwischenzeit kann das da oben gut trocknen. Da will ich noch einen dahinter machen. Die schneide ich mir dann unten ab. Dann nehme ich mir ein Lochwerkzeug. Und gehe hier so einen, ja, knappen Zentimeter rein in etwa.
dieses braune Wildlederband. So, jetzt kommt wieder meine Spezialität, Schleifenbinden. Ist jetzt nicht so meins. Geht sogar einigermaßen. Schräg mir die Bänder noch ein bisschen an. So, und jetzt hat der Kleber angezogen. Dann öffnen wir das jetzt vorsichtig hier. Und biegen die erste Lasche rein. Zweite drüber. Auf der anderen Seite auch. So, und schon habt ihr eine kleine Kissenschachtel, die nicht ganz der Norm entspricht, so wie sie eigentlich gedacht ist, sondern einfach etwas abgewandelt. Von der Größe her passt genauso viel rein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss! Everybody step around.